Oh, das ist neu hier. Und da ist wahrscheinlich der letzte Hunger. Und eine Handvoll Goblins. Nein. Nein, es war nur ein paar. Und wir haben immer noch nicht das Schloss gefunden, wo der Schlüssel reinpasst. Aber da im Boden ist was, das sehe ich. Oh, das ist ein sehr komischer Glitch. Also ich bin jetzt eine ganze Weile hier drin rumgeirrt. Habe jetzt eben gerade durch Zufall den Gang hier wieder gefunden. Und hier ging halt die Karte auf, wir konnten ein paar Monster töten. Meine Hoffnung war halt, dass es die letzten Monster waren und die Helden gleich sagen, grün, hier ist nichts mehr an Gegnern, wir können raus. Dann wäre es mir schon fast egal gewesen, dass wir den Schlüssel nicht benutzt haben. Aber nee, Pustekuchen. So, und da kann man wieder runterfallen. Hier geht's wieder da hoch. Nö. Also, ich schließe mit dem Dungeon jetzt erstmal ab. Ich habe keine Lust mehr zu suchen. Zumal dann wahrscheinlich eh nur irgendeine kleine Mini-Beute bekommen, die wir verkaufen. Und nicht für irgendeine Quest. Also, weg hier. Weg, 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 weg. Nichts wie Weg. Genau, Gerogon. Das hast du ganz toll gesagt. Oder wolltest du ganz toll sagen. Das heißt, jetzt machen wir was? Wir haben noch jede Menge Aufträge. Einen Drachen töten, Sanduhr finden, Vorboss den Teufel zerstören, den Kriegsherrn töten, Cartman töten. Nein, für Cartman einen Schädel von Esrik holen. Tempel der Schlange, Verlustartefakt Dragonertfestung, Altar der Werwölfe. Und Statuen aufstellen. Ja, alles schön und gut. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne Gold. Und zwar hätte ich eigentlich ganz gerne richtig viel, viel Gold. Wenn wir die ganzen Zauber endlich mal kaufen können. Also denke ich, wir werden uns nach Freehaven begeben. Haben wir inzwischen schon irgendeinen Flächenzauber außer Feuerball? Obwohl der ist auch schön warm. Das gönne ich mir mal ganz kurz. Nach dem ganzen Rumgelaufen in den Hallen des Feuerlords. Will ich jetzt einfach ein paar Leute in die Luft sprengen. Ist ja auch ein bisschen Gold, ne? Oh, und vielleicht wurden die Kisten auch neu befüllt von den neuen NPCs hier. Zing, 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 zing. Oh, irgendwas haut mich. Du. Und du. Ja, viel war es gerade nicht, aber hey. Oh, die Knochen sind auch wieder da. Können wir unseren Ruf wieder verhunzen, indem wir Menschenknochen verkaufen? Kiste? Kiste. Oh. Läppert sich. Und hier war irgendwo noch einer bei dem nächsten Trupp von Kannibalen. Gelb brauchen wir nicht, blau können wir mitnehmen. Zing, zing, zing. So, da sind die Kannibalen. Feuerball. Da rein. Und da in die Gruppe. Husch. Und da in die Gruppe. Oh, warum kriegt ihr da keinen Schaden? Das finde ich nicht so schön. Ah. Zing, 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 zing. Husch. So, alles grün, alles gut. Du looten, weil du am meisten Glück hast. Knochen kommen auch alle mit und dann gucken wir uns gleich mal die Kisten an. Hier waren das nämlich zwei, glaube ich. Erhöhte Chance der Entwaffnung. Was? Entwaffnung? Okay.
250, 700, 550, ja. Noch eine Kiste? Ich werde langsam ein wenig gieriger. Nee, ist noch eine Kiste. Okay, also, Westen nach Freehaven. Da haben wir auch noch ein, zwei Dungeons, wo wir reingehen könnten. Und wir können unser Zeug verkaufen. Und euch doofen Magier lassen wir jetzt in Ruhe, das ist albern. Essen, ja, wir haben nicht mehr so viel Essen. Für 7 Tage jetzt noch. Oh, die Magier sind wieder da. Du Segen. Oh, warte mal, du kannst doch einfach diesen neuen Zauber sprechen. Tag der Götter. Segen, Glückstag, Meditation, Präzision, Kraft. Jo, gib ihm. Na komm, warum tötest du nicht? So. Ich sehe einen Essenszopf. Ich sehe keine Truhen. Ah, schade. Und Lee kriegt ganz schön einen auf den Deckel. Du. Heilen. So. Ja. Machen wir euch noch kurz weg. War 46. Achso, das sind die blauen Magier, ne? Und nicht Kannibalen essen, das ist auch gut. So, Auge. Wir wollen. Aber wo wollen wir denn hin? Da unten können wir hingucken. Ob wir dafür inzwischen stark genug sind. Du heilen. Wie lange halten die Sprüche eigentlich? 15 Stunden. Okay. Ja, ist echt super praktisch, der Spruch. Du kannst schon mal Fackellicht machen. Weil ich glaube, der ist nicht mit drin in dem Bug. Euch Mädels ignorieren wir. Die seid doof. Du Schutz vor Feuer. Das wäre der nächste Kombo-Spruch, der ganz praktisch wäre. Schutz vor Feuer, Wasser, Luft, Erde, was weiß ich. Aber die kosten so dermaßen viel. So, Dragonerfeste. Du. Hellen du. So, wir hätten gerne Eile. Schaden, 24 Schaden. Wir sollten vielleicht doch den Feuerring kaufen. Wurde auch schon in den Kommentaren erwähnt, weil er ja recht praktisch ist, wenn man im Nahkampf ist und keinen Feuerball schmeißen kann. Dann kann man halt den Feuerring benutzen. Und irgendwie treffen wir jetzt immer einen, der ist angeschlagen, wird zurückgeschubst und jemand mit vollen Lebenspunkten wird vorgeschoben. Das ist auch nicht ganz so toll. Wir können einfach jetzt einen Feuerball machen. Wir haben Schutz vor Feuer, ne? Ich guck mal ganz kurz. Es klappt. Tut bestimmt tierisch weh, aber es klappt. Wir hätten gerne Kraftheilung. Das geht echt. Wir können jetzt im Nahkampf den Feuerball schmeißen und mit Kraftheilung pushen wir uns einfach wieder hoch. Also jetzt lohnt es nicht mehr, aber wenn richtig viele vor einem stehen und das so verlockend ist, dann machen wir das aber das nächste Mal. Hauen. Heilen. Und es sieht so aus, als wäre der Dungeon jetzt für uns gut machbar. Und gibt Gold. Lauf. Mini-Haufen Gold auf dem Boden. Nee. Wir brauchen richtig, richtig viel Gold. Okay. Brauchen unbedingt verbrennen. Für Talana. Oder irgendeinen anderen Spruch, der sehr viel Mana kostet. Gib.
Ich hätte gerne eine Schatzkammer von euch. Mit euch töten, schön und gut. Gibt bestimmt ordentlich Erfahrungspunkte und noch ein bisschen Gold. Oh, keine Zauberpunkte mehr für Heilung. Das ist nicht schön. Du, Luten. Und der geht zurück zum Eingang. Okay. Können wir jetzt hier schon irgendwo schlafen? Nein. Das ist schade. Okay, versuchen wir nochmal, den einen Raum hier links leer zu bekommen, damit wir im Eingang schlafen können. Ich grill die Ratte. Super Plan. Hau, 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 hau. Warum K.O.? Komm, es sind nur noch zwei für den doofen Soldaten. Sehr schön. Oh, da ist noch ein Raum. Weiße Flüssigkeit ist eigentlich für Mürrim. Mürrim will gerade nicht. Ah. Ja. 117 Gold. Ach, nur Ratten. Ach, das ist ein Weinkeller. Wie nett. So, irgendwelche Ringe in den Ratten? Nein. Orange. Orange ist für dich. Rot ist für dich. Weiß ist für dich. Schalter wird gedrückt. Weiß ist für dich. Leer und rot ist für dich. So, nächster Versuch. Wir gehen zurück zum Eingang. Hey, wo kommt ihr denn her? Und sie sind alle müde, weil die Eile abgelaufen ist. Raus. Nichts wie Weg. Und schlafen. So. Moment mal. Da ist kein Segen mit bei dem Kombospruch. Und es dauert sehr lange, bis ich wieder zaubern kann. Okay, du Auge. Fackellicht. Schutz vor Feuer unbedingt gleich. So. So, jetzt wird aufgeräumt. Wir wollen endlich hier und ordentlich schlafen können. Ja, flieh, flieh vor der Macht von uns. So, also wir haben Schalter gedrückt. Wir haben den Angriffstrupp hier getötet. Was sagen unsere Helden? Immer noch zu gefährlich. Das ist schade. Gucken wir mal hier oben hin. Okay. Ja, das macht Sinn, dass sie hier nicht schlafen wollten dann. Au, 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 au. Lay hat was abbekommen. Wahrscheinlich Rüstung kaputt. Gucken wir schnell. Ah, Waffe kaputt. Du reparieren. So, jetzt aber erstmal Zeit für einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.